Hallo, Frau Ravenburg. Meine Damen und Herren, als Vorsteller der Heinrich-Böll-Stiftung darf ich Sie ganz herzlich zu diesem Pressegespräch begrüßen. Wir freuen uns, wir sind überwältigt und sehen es als eine ganz große Ermutigung für eine wichtige Sache, dass unser Partner Eiken heute den Friedensnobelpreis verliehen bekommen hat. Herzlichen Glückwunsch. Man kann auch ein Pressegespräch Applaus haben, das ist genau richtig. Die Auszeichnung des internationalen Netzwerkes ist ein starkes Signal und bekräftigt vor allen Dingen angesichts der jüngsten Eskalationsdynamiken die Notwendigkeit politischer und diplomatischer Lösungen. Die Heinrich-Böll-Stiftung unterstützt die jungen Expertinnen und Aktivistinnen von Eiken. Und das ist das Besondere an Eiken. Es sind junge Leute, die gesagt haben, das Thema Abrüstung darf nicht in den Händen der Gorbatschow-Generation bleiben, sondern es muss in unsere Hände, weil es ist unsere Zukunft und unsere Welt. Deswegen haben wir die Expertinnen und Aktivisten seit mehreren Jahren in ihrem Engagement unterstützt für eine rationale Sicherheitspolitik und für die Bemühungen um die nukleare Abrüstung. Deutsche und internationale Eiken-Mitglieder haben es in den vergangenen Jahren mit hartnäckiger Überzeugungsarbeit und mit der Unterstützung dieser Stiftung, sei auch namentlich Gregor Inste und Stefanie Mendes-Candido seien genannt, geschafft, ihre jeweiligen Regierungen für einen verbindlichen Vertrag zu gewinnen. Und Sie wissen, dass im Sommer 122 Staaten bei den Vereinten Nationen ein internationales Atomwaffenverbot beschlossen haben und dass der Vertrag seit 20. September in New York zur Unterzeichnung ich möchte jetzt das Wort an die Aktivistinnen und an das Netzwerk geben, an Anne Balzer. Sie ist freie Journalistin und sie seit 2016 aktives Mitglied bei Eiken. Anne. Ja, danke schön. Auch von meiner Seite erstmal herzlichen Dank, dass Sie jetzt so schnell hier in diesen Räumlichkeiten erschienen sind. Das ging ja relativ schnell alles heute. Verzeihen Sie bitte auch, wenn ich noch ein bisschen unkoordiniert bin, das ist immer noch alles sehr neu und überwältigend für mich. Genau, ich würde Ihnen gerne kurz nur erläutern, dass die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen tatsächlich eine sehr junge Kampagne ist und trotzdem gibt es uns nicht erst seit gestern. Seit 2007 sind wir global aktiv und haben eben auf den Zeitpunkt, der dann im Juli 2017 dieses Jahr kam, hingearbeitet, nämlich die Verabschiedung eines Vertrages zur Ächtung von Atomwaffen bei den Vereinten Nationen. ICANN wird vor allem von sehr jungen Leuten vergleichsweise getragen, denn uns ist genau dieses Thema Völkerverständigung, Abrüstung und Friedenspolitik wichtig und wir wollen das auch in die nächste Generation weitertragen. ICANN Deutschland ist also, ich meine, Sie sehen jetzt hier drei Leute von einem Netzwerk, das sich von Australien bis nach Afrika spannt. Das kann man gar nicht widerspiegeln, auch wenn wir das jetzt versuchen zu zeigen, was wir in den letzten 10 Jahren erarbeitet haben. Eiken Deutschland ist seit 2014 ein eingetragener Verein und hat seitdem sowohl Bildungsangebote, Workshops, politische Arbeit hier in Berlin, aber auch in ganz Deutschland betrieben, um eben vor allem junge Leute weiter für dieses Thema zu sensibilisieren und zu zeigen, dass Atomwaffen kein Thema des Kalten Krieges sind und damals stecken geblieben sind, sondern dass es heute nach wie vor eine Relevanz hat. Im Juli wurde dann der Vertrag verabschiedet. Hier in Deutschland war damals die Medienaufmerksamkeit hauptsächlich auf den G20-Protesten in Hamburg. Daher freuen wir uns jetzt umso mehr und wissen das zu schätzen und freuen uns, dass jetzt mit der Preisverleihung diese Würdigung unserer Arbeit quasi jetzt nochmal geschehen ist und das Licht, es kommt eigentlich auch direkt im richtigen Moment, wenn wir uns die zunehmenden Spannungen zwischen Nordkorea und den USA in den letzten Wochen anschauen. Genau, dann möchte ich gleich das Wort an unsere beiden Vorstandsvorstände, Sascha Hart und Sansi Hall, übergeben. Sansi Hall ist Mitbegründerin von ICANN Deutschland und arbeitet hauptsächlich für die internationalen Ärzte gegen den Atomkrieg.
Sie ist in Schottland geboren und hat sich schon in den 80er Jahren gegen Atomwaffen eingesetzt. Seit 1985 fühlt sie sich in Berlin zu Hause und hat hier ihr Engagement fortgesetzt. Sie wird Ihnen vor allem alle möglichen Fragen zu den internationalen Hintergründen und Prozessen der letzten Jahre beantworten. Sascha Hach hat Friedensforschung in Tübingen studiert, zwischenzeitlich im Bundestag gearbeitet als Referent und sich auch dort mit Abrüstung und Verteidigungspolitik befasst. Und danach ist er zu verschiedenen NGOs gewechselt und ist ebenfalls Mitbegründer von ICAN Deutschland. Genau. Sascha wird alle möglichen Fragen vor allem zur Rolle Deutschlands und den weiteren Auswirkungen auch des Vertrages auf die deutsche Politik beantworten. Vielen Dank. Ja, guten Tag, das ist ein großer Tag für uns und mein erster Dank geht an die Heinrich-Böll-Stiftung, dass wir diese Räume benutzen können heute und dass sie uns ermutigt haben, ein bisschen vorzubereiten auf die Eventualität. Wir wollten eigentlich gar nicht so richtig glauben, dass es möglich wäre. Und dann haben wir gesagt, okay, dann vielleicht ein Raum und so. Aber hier sind wir. Es wurde dann mehrmals jetzt gesagt, das ist eine junge Kampagne. Sie sehen, ich bin nicht jung, aber ich habe ja mal einfach dabei versucht, jetzt zu helfen, vor allem mit den Strukturen aus der IPPB ICAN dann ja weiterzubringen. Aber das sind wirklich die ehrenamtlichen Mitglieder, außer ich, sind wirklich sehr jung. Und da wollte ich dann nur kurz sagen, es ist eigentlich schon mal gesagt worden, was die Eckpunkte sind. Am 7. Juli 2017 wurde diesen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen abgeschlossen. Leider ging das so ein bisschen unter. Gleichzeitig war G20, da waren Sie bestimmt alle damit beschäftigt. Und wir waren in New York und waren dabei, als dieser Ereignis war. Wir waren auch genauso glücklich an dem Tag, weil das war das Ziel, 10 Jahre lange harte Arbeit weltweit über 100 Staaten, wo wir denn jetzt Lobbyarbeit gemacht haben. Wir haben auch viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet und alle zusammen in diesem riesen Netzwerk von Leuten haben wir es geschafft, 122 Staaten dann in den UN zu bringen, dass sie dann ja für ein Verbot von Atomwaffen dann stimmen. Und das war also auch mal ein sehr, sehr wichtiger Tag für uns. Und mit diesem Vertrag möchte ich sagen, dass die Unterzeichnerstaaten, es gibt jetzt schon 50, also es seit 20. September mehr als 50, ich glaube 53 sogar, die haben damit ein Signal gesetzt an die Atomwaffenstaaten. Und hier möchte ich zwei erwähnen, die jetzt gerade eben drohen mit Atomwaffen. Das ist der Präsident Donald Trump und der Kim Jong-un, die aktiv drohen, Atomwaffen einzusetzen in ihre Rhetorik. Und mit diesem Vertrag möchte man einen Punkt setzen und sagen, hier nicht mehr solche Androhungen und dann auf keinen Fall, unter keinen Umständen dürfen Atomwaffen wieder eingesetzt werden. Und der Grund dafür wurde über längere Zeit diskutiert, ist das der Weg oder nicht. Es sind wegen dieser katastrophalen humanitären Folgen von den Atomwaffen, dass es festgestellt wurde durch mehrere Konferenzen mit humanitären Organisationen zusammen, dass wenn es zu einem Einsatz kommen würde, auch sei es nur eine einzige Atomwaffe, wir können nicht helfen. Das ist auch die gleiche Aussage, die meine Organisation, die IPPNW, damals, als wir auch Friedensnobelpreis gewonnen haben, genau der gleiche Punkt. Wir können nicht helfen, ja, wenn eine Atomwaffe detoniert wird. Und auf keinen Fall, wenn es mehrere gibt. Und deswegen haben alle diese Staaten entschieden, es gibt nur einen Weg, es muss verhindert werden. Und die Verhinderung kann nur erfolgt werden durch ein Verbot und die Abschaffung von Atomwaffen. Jetzt haben wir den Verbot, jetzt gilt es weiter. Wir wollen jetzt alle Atomwaffen abschaffen.
Und mit diesem Vertrag in der Hand, hier ist er, wir wollen mit diesem Vertrag, wollen wir denn jetzt in den Verhandlungen mit den Atomwaffenstaaten dann gehen? ICAN wird jetzt größer, mit Hilfe von diesem Preis, hoffe ich. Und wir wollen dann stark argumentieren, dass die nukleare Abschreckung ist, was von dem 20. Jahrhundert ist, aber nichts für den 21. Jahrhundert. Und damit dann beenden, dass solche Männer wie Donald Trump und Kim Jong-un sagen können, wir werden euch auch mal auslöschen. Das geht nicht. Und damit möchte ich dann weitergeben an meinen Kollege Sascha. Ja, also ich bin auch ganz überwältigt, wie Sie wahrscheinlich sehen können. Und es geht schon das ganze Jahr so, dass wir so ein bisschen auf der Erfolgsspur sind und sozusagen die Früchte jetzt sehen, für die wir lange geackert haben in den vergangenen Jahren und können es kaum realisieren. Und gleichzeitig müssen wir das natürlich jetzt nutzen dafür, dass wir dann auch nicht nur die Früchte sehen, sondern die Ernte einfahren. Und die Ernte ist jetzt nicht nur dieser Preis oder ist nicht der Nobelpreis, sondern die Ernte ist natürlich das Atomwaffenverbot zum Erfolg zu führen, möglichst viele Staaten zur Ratifikation zu bringen und die Abschaffung der Atomwaffen zu verwirklichen. Das Besondere an dem Prozess ist, um sich das nochmal vor Augen zu halten, es ist eine Rebellion, die im Stillen im Grunde stattgefunden hat, aber trotzdem von außerordentlicher politischer Bedeutung ist. Das wird heute endlich gesehen, es ist nämlich eine Rebellion der schwachen Staaten gegen die großen Atomwaffenstaaten, die die Welt durch ihre Abschreckungspolitik als Geisel genommen haben. Und die Nicht-Atomwaffenstaaten, die atomwaffenfreien Staaten, halten mit diesem Verbotsvertrag ein großes Stoppschild hoch. Und ausgerechnet in diesem Jahr 2017, wo die nuklearen Spannungen so hoch sind, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und wir sind sehr froh, dass dieses Stoppschild endlich gesehen wird, sodass wir das Bündnis und die Staaten und die Akteure und zivilgesellschaftlichen Organisationen stärken können, die für Deeskalation eintreten und nicht für die Eskalation, die sie gerade im Zusammenhang mit dem Konflikt, wurde ja schon genannt, zwischen USA und Nordkorea, aber auch Russland und der NATO sehen. Jetzt, Sie haben hier vor sich stehen, Anna hat es schon gesagt, nicht das Vereinigte Netzwerk, sondern die deutsche Sektion von ICAN. Also lassen Sie uns über Deutschland sprechen und seine besondere Rolle in diesem Prozess. Aber vorab, sozusagen was das Allerwichtigste, was wir nun erwarten, wo sozusagen Ihr Licht auf uns gerichtet ist, wir fordern von der Bundesregierung, dass sie dem Verbotsvertrag von Atomwaffen beitritt. Und zwar so schnell wie möglich. Und auch die geschäftsführende Bundesregierung muss schon aktiv werden. Es duldet nicht mehr länger Aufschub, dieses Thema. Wie hat sich denn die Bundesregierung bis jetzt verhalten? Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren zunächst den Prozess kritisch beobachtet, begleitet kontinuierlich. Sie war auf allen Konferenzen, sie ist sehr gut informiert. Aber sie hat seit diesem Jahr, also seit 2017 ausgerechnet, beziehungsweise genauer gesagt am Vorweihnachtsabend, sich dazu entschlossen, die Verhandlungen zum Verbot von Atomwaffen zu boykottieren. Und es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine Bundesregierung multilaterale Abrüstungsverhandlungen, zumal im Rahmen der Vereinten Nationen, das ist das höchste an Legitimität, was wir erreichen können auf internationaler Ebene, verweigert. Und damit hat sie einerseits mit ihrer abrüstungspolitischen Tradition gebrochen. Man muss sich so zum Hintergrund nochmal in Erinnerung rufen, dass Deutschland ein Motor der Abrüstung ist, klassischerweise in der Rüstungskontrolle. Mit dieser Tradition hat sie in diesem Jahr endgültig gebrochen in Bezug auf Atomwaffen. Und zweitens, sie hat die einzigartige politische Bedeutung dieses Prozesses, die ich eben rausgestrichen habe, auch gerade im Jahr 2017 verkannt. Und damit hat sie die einmalige Chance verpasst.
ihr Gewicht, das sie durchaus hat, und auch ihre strategische Bedeutung, gerade in dieser Frage. Es hat großes Potenzial, wenn die Bundesregierung sich in den Dialog beginnt, nochmal eine viel größere Dynamik zu entfalten. Sie hat die Chance verpasst, ihr politisches Gewicht in die Waagschale für den Wandel in der Atomwaffenpolitik weltweit einzusetzen. Und Sie wissen alle, in den vergangenen Jahren ging es viel darum, so Deutschland soll mehr globale Verantwortung übernehmen. ICAN Deutschland ist der Ansicht, dass die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesregierung, dieser proklamierten globalen Verantwortung nicht gerecht geworden ist. Stattdessen unterstützt die Bundesregierung die Abschreckungspolitik, die nukleare Abschreckungspolitik in der NATO. Ich weiß, es ist ja vielleicht für viele von Ihnen neu, aber man kann NATO-Mitglied sein, ohne die nukleare Abschreckungspolitik zu unterstützen. Also wir fordern hier keinen Austritt aus der NATO, zwangsläufig. Aber es ist eben nicht nötig, alles mitzumachen, was die NATO oder auch die US-Alliierten vertreten. Und die meisten werden das hier auch wissen, Deutschland hat auf eigenem Territorium Atomwaffen stationiert, also US-Atomwaffen, und die Abschreckungsdoktrin ist integraler Bestandteil der Militärstrategie der Bundesrepublik Deutschland. Sie nimmt aktiv an der nuklearen Teilhabe teil. Ich erinnere mich an ein Interview des Außenministers, wo das so ein bisschen schwammig klang, dass also irgendwie Atomwaffen in Deutschland stationiert sind, aber es handelt sich hierbei um Atomwaffen, die auf Bundeswehrstandorten stationiert sind, die von Bundeswehrpiloten verbracht würden im Fall, und die Einsatzszenarien werden von von der nuklearen Planungsgruppe, wo Deutschland Mitglied ist, gemacht. Das heißt, Deutschland ist nicht nur so en passant Teil der nuklearen Abschreckungspolitik, der nuklearen Teilhabe, sondern sie hat den aktivsten Grad, den man haben kann an Beteiligung. Ja, und abschließend will ich nochmal auf die historische Rolle Deutschlands in der Frage der Atomwaffen, also neben sozusagen den aktuellen geopolitischen Dimensionen und sozusagen den Beitrag, den sie durch ihren wirklich exzellenten außenpolitischen Ruf weltweit eigentlich leisten könnte. Es ist so, dass die Wiege der Erfindung der Atomwaffen in Deutschland liegt und dass der damalige Präsident Truman in Potsdam, also in diesem Land, die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki befehligt hat. Und wir erleben jetzt gerade einen Zeitpunkt, wo sozusagen der wahrscheinlichste Einsatz von Atomwaffen in einem Land stattfinden würde, das so gespalten ist, wie es Deutschland vor wenigen Jahren war, das genau in derselben Situation ist, wie Deutschland vor einigen Jahrzehnten, nämlich Einsatzort sozusagen eines möglichen nuklearen Krieges. Und unserer Ansicht nach hat sich die Bundesregierung in dieser Situation nicht unparteiisch verhalten und nicht dazu beigetragen, dass man von dieser Logik der Abschreckung und der Drohung sich eindeutig abkehrt. Es gab eine ganz explizite Drohung, nicht irgendwo im Hinterzimmer, sondern vor den Augen der Weltöffentlichkeit in der Generalversammlung der Vereinten Nationen seitens Donald Trumps, Atomwaffen einzusetzen. Das ist völkerrechtswidrig, das hat ein ehemaliger deutscher Diplomat auch unterstrichen. Und die Bundesregierung zieht aus diesem Völkerrecht auch nicht die richtigen Konsequenzen. Genau, Sie haben jetzt also eine erste Einordnung zu den Prozessen in den letzten Jahren gehört. Gibt es jetzt erstmal Fragen aus der Runde? Jetzt eine Frage an Herrn Hach, Angela Ulrich vom RBB Hörfunk. Und zwar, Sie sagen, was genau fordern Sie von der Bundesregierung? Heißt das eine Unterschrift unter den Anti-Atom-Vertrag, Atomwaffenvertrag? Oder was müsste auch gesagt werden, US-Atomwaffen müssen aus Deutschland verschwinden? Was sind konkret die Dinge? Also die konkrete Forderung ist die Unterzeichnung und natürlich die Ratifikation. Die
Ratifikation des Vertrages, also den Vorschlag. Die Unterzeichnung und Ratifikation des Vertrages, wobei die Ratifikation kann nicht die Bundesregierung machen, sondern muss das Parlament machen. Natürlich ist damit der Abzug der Atomwaffen aus Deutschland verbunden. Das ist, muss unweigerlich die Konsequenz sein. Rein vertraglich gibt es zwei Möglichkeiten. Man könnte dem Vertrag auch beitreten und dann einen Plan vorlegen, bis zu welchem Zeitpunkt man die Atomwaffen abgezogen haben möchte. Oder man macht es eben vorher und tritt dann den Vertrag bei. Diese beiden technischen Möglichkeiten sind gegeben. Frage beantwortet? Gibt es weitere Fragen aus der Runde? Vertrag, was haben Sie denn zu dem Argument des Außenministers, dass man diese Form der Verhandlungen nicht für konstruktiv hält, weil sie, diese Form der Verhandlungen nicht für konstruktiv hält, weil sie eben die Atommächte selbst nicht beinhaltet und, wie Sie selber ausgeführt haben, die nukleare Teilhabe Deutschlands und die Bündnistreue Deutschlands in Frage stellt? Ich habe Ihre Frage leider nicht ganz verstanden. Also was sagen Sie denn zum Argument des Außenministers und der Bundesregierung, die die Verhandlungen ja abgelehnt haben mit dem Hinweis, dass die Atommächte selbst nicht beteiligt sind und dass es keinen Sinn macht, solche Verhandlungen zu führen ohne die Atommächte und im Übrigen die Bundesregierung nicht den Willen hat, ihre Bündnistreue, im NATO-Bündnis in Frage zu stellen? Ich hatte irgendwie am Anfang noch in Erinnerung, dass Sie noch eine erste, noch was, also es waren nur diese beiden Punkte. Genau. Okay, also es gibt eine ganze Reihe von Argumenten. Sie können sich vorstellen, dass wir darauf schon sehr fundierte Antworten gesucht haben. Gerne sprechen wir auch noch über andere Kritikpunkte. Also ich lade Sie herzlich dazu ein, alle kritischen Punkte, die zu dem Vertrag gestellt wurden, zu stellen und uns sozusagen daraufhin zu prüfen. So, zunächst zur Bündnistreue, das habe ich schon gesagt. Man kann die Bündnistreue einhalten. Ein Austritt aus dem Vertrag ist überhaupt nicht notwendig. Es geht darum, dass man von der nuklearen Abschreckungspolitik Abstand nehmen muss. Das müsste sie, aber es gibt bereits Staaten in der NATO, die da nicht mitmachen, aus unterschiedlichen Gründen. Und die Bundesregierung könnte aus diesem Grund die nukleare Abschreckungspolitik in der NATO meiden. Zur Frage der Atommächte habe ich zwei Antworten. Das eine ist, wenn man sich immer an denen orientiert, die sozusagen die Welt schlechter machen, kann man sie nicht verbessern. Das heißt, es wäre gerade, weil die Atommächte nicht mitmachen, dringend geboten, dass die Bundesregierung das Stoppschild hochhält, gemeinsam mit den anderen Staaten und das Atomwaffenverbot erst recht stärkt. Sie kennen vielleicht andere Abrüstungsverträge, wo auch die großen Besitzerstaaten das verweigert haben, etwa beim Landminen- und Streumunitionsabkommen. Die Abkommen sind trotzdem zustande gekommen und es sind immer mehr Staaten beigetreten und am Ende haben sogar Besitzerstaaten, die nicht Vertragspartei sind, auf diese Verbote hingewiesen und die Gültigkeit sozusagen dieser völkerrechtlichen Norm unterstrichen. Und jetzt das andere. Es ist eben nicht so, dass Deutschland hier kein Akteur wäre. Deutschland hat ja Atomwaffen hier. Das heißt, es würde ja einen gigantischen Unterschied machen, wenn ein alliierter Staat die nukleare Teilhabe aufgibt, sich dem Vertrag anschließt und die Atomwaffen aus Deutschland abgezogen werden. Das würde die Atommächte komplett isolieren. Die Stigmatisierung und den sozialen Druck, der sehr wichtig ist, weil in der internationalen Politik geht es auch um Reputation, sehr stark erhöhen. Und zusätzlich, sozusagen als Side-Effekt, würden die gesamten taktischen Atomwaffenarsenale aus Kontinentaleuropa verschwinden. Denn in Belgien oder in den Niederlanden, wo auch noch amerikanische Atomwaffen stationiert sind, kann es sich keine Regierung leisten, wenn die Bundesregierung mitmacht und die Atomwaffen abzieht. Das ist das, wovon ich spreche, dieses außerordentliche politische Gewicht der Bundesregierung einsetzen, dann nicht mitzuziehen. Das bedeutet, wenn die Bundesregierung mitmachen, würde es wahrscheinlich bedeuten, dass ganz Kontinentaleuropa befreit ist, also wenn man jetzt die Türkei nicht dazu zählt, zu Kontinentaleuropa, befreit ist von taktischen Atomwaffen. Und das ist, glaube ich, ein sehr starker und messbarer Wert für die Beteiligung Deutschlands.
egal ob die Atomwaffenmächte selber dabei sind oder nicht. Sehen Sie, möchte noch kurz was ergänzen? Ja. Also ich möchte jetzt doch meine Alter jetzt reinbringen, dass, weil ich denn jetzt so sehr, sehr lange an dieser Geschichte arbeite, für die Abschaffung der Arbeit der Atomwaffen. Und es ist so, dass wir dann ja so ab 95 haben wir dann ja versucht, genau das zu machen, was Sigmar Gabriel so gut findet, das ist eine Nuklearwaffenkonvention zusammen mit den Atomwaffenstaaten. Und das ging einfach nicht weiter. Das wurde auch allerdings auch nicht von der deutschen Bundesregierung unterstützt, diese Idee, dass wir denn jetzt sozusagen einen Komplettvertrag machen mit allen. Und die Atomwaffenstaaten haben dann ja unter den Atomwaffensperrvertrag in diesem Prozess haben immer wieder gesagt, ja, sie sind dafür, dass sie dann irgendwann mal abrüsten, aber jetzt nicht. Ja, also es war kein Zeitplan und das war kein Hebel mehr. Wie sollen wir denn die denn ja dazu bringen, dass sie dann ja doch verhandeln? Ja? Und deswegen ist es, also wenn man sagt, das ist eine junge Kampagne, das kam dann wirklich von neuen, jungen Leuten, die dann nicht diese 20 Jahre lang versucht haben, diese alte Konvention zu verhandeln, die gesagt haben, okay, wenn das nicht möglich ist, dann machen wir das, wie wir das mit den landminen Streumunition auch gemacht haben, dann fangen wir einfach an mit denen, die das machen wollen, sozusagen ähnlich wie bei Nichtrauchen, dann fängt man an mit den Nichtrauchern und nicht den Rauchern. Ne? Die machen die Zonen und sagen, okay, ist verboten. Und die anderen müssen dann ja so langsam anpassen. Und das ist die Idee dahinter. Es ist eigentlich eine super pragmatische Idee. Es ist nicht diese idealistische Idee, was wir doch hatten in all den Jahren mit Nuklearwaffenkonvention, was nie funktioniert hat. Und es ist gezeigt worden durch Landminen, Streumunition, chemische, biologische Waffen, dass man kann diese Verträge abschließen ohne Besitzerstaaten und sie kommen dann irgendwann dazu oder sie halten einfach dran, auch wenn sie noch nicht unterzeichnet haben. Also wir denken, dass diese doch einen Stein ins Rollen bringt, diesen Verbotsvertrag und ja, Deutschland soll das unterstützen. Gibt es weitere Fragen? Hallo, Sabine Müller vom Hessischen Rundfunk. Was macht Sie denn optimistisch, dass Sie mit Ihrem Vorgehen auch Leute kriegen wie den nordkoreanischen Machthaber? Sie haben davon gesprochen, Stigmatisierung, Sie haben davon gesprochen, Deutschland könne Vorbildfunktion haben. Glauben Sie, dass das Werte sind, mit denen man so jemanden irgendwie beeindrucken oder beeinflussen kann? Ich meine, ich würde hier nicht versuchen, dann die Atomwaffenstaaten dann auseinander zu dividieren in Guten und Schlechten. Und auch wenn ich Kim Jong-un vielleicht nicht so gut finde, ja, wegen seinem Regime, ich finde auch Donald Trump hat Probleme auch. Und auch mit der psychologischen Zustand von beiden Männern würde ich das in Frage stellen. Und das zeigt mir eigentlich, wie gefährlich die Situation ist. Ja, dass wir den solchen Männern dann ja, also die können ja einfach diese Befehl geben ohne Kontrolle, das ist ja das Schlimmste, was, also das wissen wir vom Kim Jong-un, aber ich weiß nicht, wie viele Menschen wissen, wie einfach es ist, dass der Präsident Trump einfach sagt, ich setze die Atomwaffen ein, ohne dass das Parlament was dazu sagt. Das ist jetzt gerade ein Thema in den USA, dass es diese parlamentarische Kontrolle nicht gibt und auch wenn sein Verteidigungsminister sagen würde, das mache ich nicht mit, dann geht er weiter die Befehlskette runter. Also die Frage ist für mich nicht, wie überzeugen wir Kim Jong-un, sondern wie setzen wir diese Staaten unter Druck, einfach zu verstehen, dass es dann jetzt Zeit ist zu handeln und ihre Atomwaffen abzurüsten. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn die USA zum Beispiel anfangen würde, dass Kim Jong-un weniger ein Problem
bleiben wird. Also vor allem, weil wir noch nicht wissen, wie viel Atomwaffen er überhaupt hat im Vergleich zu USA. Das ist die perfekte Überleitung zu den zwei Gedanken, die ich zu dieser Frage ganz gerne noch anschließen wollte. Denn, also Xenzi hat ja eben gesagt, das ist ja auch, dass das Problem ist, dass die Dynamik sich immer dadurch entfacht, dass dann wieder beide sozusagen in diesen Wettbewerb treten. Und wenn einer sozusagen schon rausginge aus dem Wettbewerb, vielleicht auch alliiert aus dem Wettbewerb, nehmen sie sozusagen den Druck auch aus diesem Wettbewerb. Warum? Weil Atomwaffen haben jetzt neben sozusagen den der militärstrategischen Funktionen, die ihnen von manchen Regierungschefs bei zugeschrieben werden, vor allem zwei weitere Bedeutungen politisch. Das ist einmal die Reputation, die damit verbunden ist. Und genau das greift der Verbotsvertrag an. Wenn er das echt und stigmatisiert, ist der Status, Atommacht zu sein, nicht mehr begehrenswert und nicht mehr akzeptiert. Das heißt, das, was so attraktiv ist, einer der Großen zu sein, der Gefeierten, der Einflussreichen, wird umgekehrt und man ist verpönt. Naming and shaming, man gehört eben nicht mehr dazu, zur großen, zu den etablierten, zu den zivilisierten Großmächten. Und das andere, sozusagen die andere Bedeutung, ist eine psychologische. Das ist sozusagen die Angst, die dahinter steckt. Und genau, wenn man sich die dann nochmal genauer anschaut, wird eigentlich deutlich, was gerade Personen wie Donald Trump oder Kim Jong-un dazu bringt, Atomwaffen zu begehren oder damit zu drohen oder zu mehren. Das ist natürlich nicht ein Verbotsvertrag sozusagen, dass sie denken, das hindert mich daran, aber es ist gerade die Abschreckungspolitik, die den Wunsch nach Atomwaffen so groß macht. Das heißt, wenn man der Abschreckungspolitik die Deeskalation und die Stigmatisierung gegenüberstellt, wirkt man genau dieser Kraft entgegen. Entschuldigung, ich habe mich jetzt ein bisschen verzettelt, weil zu viele Gedanken auf einmal waren. Aber mir geht es darum, sozusagen voranzustellen, das, was sozusagen die beiden so antreibt, ist die Selbstsucht, das Image, das damit verbunden ist, die Reputation, und das machen wir kaputt. Und das ist die Abschreckungspolitik, und auch das machen wir, so, oder versuchen wir, auseinanderzunehmen. Dann sind hier nochmal zwei Fragen. Zuerst der Herr in der zweiten Reihe und dann nochmal der Herr von der FAZ. Ja, guten Tag, Karl Mamadi von der Funke Mediengruppe. Ich hätte eher eine internationale Frage, vielleicht auch noch eher an Frau Hall. Inwieweit bewerten Sie die Verleihung oder die Entscheidung des Nobelpreiskomitees, den Preis an Sie zu verleihen? Inwieweit sehen Sie das auch als Zeichen gegenüber Donald Trumps Rhetorik, gerade im Hinblick auf die Kappung oder das Kappen des Iran-Nuklear-Deals? Ja, ich habe es erwartet, dass es dann ja wegen dem Iran-Atomabkommen an Federica Mogherini und Javed Zarif gehen würde. Gerade aus diesem Grund, aber deswegen hat es mich so sehr gefreut, dass Sie das große Bild gesehen haben und nicht nur diese punktuelle Feuerlöschung, die Sie immer wieder machen, diesmal war es bei Iran, und sicherlich muss es dann sowas auch geben für Nordkorea, auch mal ein Atomabkommen zusammen mit einem Nichtangriffspakt. Also da muss man dann wirklich verhandeln, aber das sind Feuerlöschungen. Also das heißt, letzten Endes kommen wir dann ja immer wieder nur zu den gleichen Krisen, immer wieder, und das hilft uns nicht grundsätzlich mit dieser Problematik, dass unsere Sicherheit, also die Sicherheitspolitik von den Atomwaffenstaaten und ihre Bündnispartner sind auf der Grundlage einer Androhung mit Massenmord. Das ist ein Grundsatzproblem, das muss jetzt vom Tisch. Da müssen Sie dann ja einfach sagen, okay, es dauert noch länger, bis wir dann ja alle abgeschafft haben, das muss alle peu runter,
und auch gleichzeitig, das sehe ich auch, aber erstmal muss gesagt werden, okay, wir sind einverstanden, dass sie verboten sind und wir fangen an, daran zu arbeiten, dass sie dann abgeschafft werden. Und ich glaube, dass das Friedensnobelpreis-Committee dieses große Bild verstanden hat. Ich muss noch mal zur nuklearen Teilhabe fragen. Da es ja nicht nur Trump und Kim gibt, sondern auch Putin, was sagen Sie denn Leuten, die darauf verweisen, dass es in Zeiten, in denen Russland die Krim annektiert und in der Ostukraine interveniert, vielleicht nicht das richtige Signal ist, auf die deutsche nukleare Teilhabe zu verzichten? Also wir antworten das Gleiche wie eben schon. Leider ein bisschen, weil ich aus der Fassung war, nicht so klar, nicht klar genug. Wir antworten darauf, dass es die Abschreckungspolitik ist, die sozusagen die Gefahr darstellt, auch in der Auseinandersetzung mit Russland. Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Sozusagen, es gibt nicht nur Trump und Kim, sondern eben auch Putin. Und die Frage, ob es das richtige Signal ist in Zeiten, in denen Russland die Ostukraine oder in der Ostukraine interveniert, auf die deutsche nukleare Teilhabe zu verzichten. Ja, es ist so, dass man kann es so oder so interpretieren. Aber wenn man dann jetzt Business as usual macht und sagt, der einzige Weg jetzt auf Putin zu antworten oder auf diese Annektierung ist dann noch mehr Drohung. Dann eskaliert es nur weiter. Und das heißt, wir müssen dann nicht nur Truppen verlegen an die Grenzen, sondern wir müssen dann ja auch Atomwaffenträgesysteme, das machen sie auch, die sind ja in Baltikum schon mal umgeflogen, um zu zeigen, dass die NATO dann ja auch es ernst meint. Und dann hat man die gleiche Geschichte wie bei Trump und Kim Jong-un, nur jetzt zwischen NATO und Russland. Und wir suchen deeskalierende Schritte. Ja? Und ein Verbot heißt nicht, jetzt wollen wir, dass alle sofort morgen ohne Achtung auf der andere ihre Atomwaffen hinlegen, sondern wir wollen, wenn man diesen Vertrag liest, da drin steht ein Plan. Und in diesem Plan ist gedacht, dass die Atomwaffenstaaten auch mal selber überlegen, wie ist es am besten abzurüsten. Und dann dürfen sie auch eintreten, wenn diesen Plan denn schon steht und auch mal abgestimmt wird mit den Unterzeichnerstaaten. Das heißt, dass die Kontrolle bleibt, aber bei den atomwaffenfreien Staaten, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht. Und nicht andersrum, wie es bisher ist, dass die Atomwaffenstaaten haben, also nicht ohne Vetorecht im Sicherheitsrat, immer die Musik ja so angegeben für alle anderen. Jetzt soll es andersrum sein mit diesem Vertrag, dass sie denn jetzt, wenn sie denn ja beitreten wollen, sollen sie einen Plan ausarbeiten. Und das wäre dann ein deeskalierender Schritt. Und ich glaube, Putin und Trump, die könnten sich dann gut zusammensetzen und überlegen, ob das nicht auch ein guter Weg für sie wäre. Vielleicht wäre damit auch mal ein Friedensnobelpreis drin. Gibt es noch weitere Fragen? Ganz kurz nur, die Heinrich-Böll-Stiftung hat es ja scheinbar schon vorher gewusst, aber wann haben Sie es erfahren, wann und wie? So um 11 Uhr beim Livestream, sozusagen, also wie alle. Man muss vielleicht noch hinzufügen, dass ihr seit mehreren Jahren nominiert wart, also es war jetzt nicht so ein also man kann vielleicht sagen, es war eine Überraschung natürlich für uns alle, aber da ihr immer auf der Nominierungsliste relativ weit oben standet in den letzten Jahren, hätte es auch letztes Jahr schon sein können, obwohl der Vertrag noch nicht abgeschlossen war. Also es gibt ja auch mal die Gedanke, wenn nicht in diesem Jahr, wann dann?
Also, dass halt der Vertrag abgeschlossen ist. Und die Situation ist sehr brisant im Moment. Also wissen Sie auch alle, dass im Moment mit diesen Androhungen mit Atomwaffen, man muss tatsächlich, wie Sascha sagt, diese Stoppschild jetzt hochheben. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, jetzt ist nochmal die Chance, aus der Runde zu fragen. Ansonsten stehen wir jetzt auch für Einzelinterviews noch zur Verfügung. Ich gebe auch noch eine Grenze machen. Ja. Ich lieber draußen lesen.